Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Song of Horror. Ja und Halleluja! Mit wem stehen wir denn da? Genau, mit Sophie, unserem ersten Charakter, der ja ursprünglich schon gleich als erster verreckt ist. Jetzt lebt sie noch. Bin ich sehr froh darüber, dass ich das doch geschafft habe, dass sie noch am Leben ist. Ja. Und es sieht hier quasi jetzt alles so aus wie vorher. Wir können uns mal umgucken. Ich glaube, ich habe irgendwas hier nicht entdeckt. Im Esszimmer. Genau. Im Esszimmer und in der Küche waren, glaube ich, beide Male noch irgendwas zum Verstecken. Wurscht. Ja gut, können wir ja mal entdecken. Noch im Esszimmer können wir mal kurz vorbeischauen. Ja, und sonst im Inventar haben wir, ich hoffe, alle Dokumente. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwo was vergessen. Ich hoffe, ich habe alles mitgenommen. Und natürlich auch hier, hier rein. Die vier Puppen haben wir dabei, die Duftkerzen haben wir jetzt natürlich noch alle, die eine haben wir nicht hingestellt. Und ja, Haschkas, Heikos habe ich auch alle mitgenommen. Also ich hoffe, ich habe das so quasi so vervollständigt, wie es bisher auch der Fall war. Und jetzt würde ich schon mal ganz gerne, nachdem ich dieses Dokument ja nochmal gefunden habe, boah, diese Eule ist da gruselig, würde ich schon ganz gerne nochmal raufgehen zum Dachboden, um dort dann eben auch versuchen, beim richtigen Fenster mal runter zu klettern. Richtung richtiger Tür. So. Da haben wir den Tisch. Ja, will bequem da runterpassen. Na, alles gut. Na, weißt du was, dann nehmen wir die Küche auch nochmal gleich mit. Ich bin so froh, dass ich das alles überlebt habe. Sogar einen zweiten Angriff. Wo wir uns im Schrank versteckt haben, da unten bei Mascha. Auch alles gut gegangen. Bin ich heilfroh. Was war denn da noch liegen? Achso, das kann man gar nicht mitnehmen. Okay. Hä, war hier nicht was? Okay, anscheinend war da nix. Na gut. Das heißt, wir gehen jetzt mal wieder nach oben. Und hoffen mal aufs Beste. Hat jetzt, ich sag mal so, halbe, dreiviertel Stunde gedauert, das Ganze nochmal nachzuspielen. Aber macht ja nix. War meine eigene Dummheit. Und man sieht, es klappt auch mit dem ersten Charakter ziemlich gut, dass der bis zum Ende durchhält. Hihihi. Jetzt plötzlich. Vorher hat es ja nicht so gut geklappt. Nein. Rauf. Ach, ich bin froh. War richtig komisch, das jetzt zu spielen, ohne aufzunehmen. Bin ich froh, dass wir jetzt wieder aufnehmen können. Ja, und ich hoffe, ich habe alles mitgenommen, was ich mitnehmen sollte, was wir vorher mitgenommen haben. Aber ich schätze mal schon. Was ist denn da für eine komische Spur am Boden? Wo führt denn die hin? Will ich das wissen? Eigentlich nicht. Nee. Ich will das gar nicht wissen. War die schon immer da? Ist mir gar nicht aufgefallen vorher, wenn die vorher da gewesen sein sollte. Ich gehe jetzt mal da nach oben. Lass mal sein, was ist. Wir gehen jetzt mal da ruf. So. Das weinende Kind steht zum Glück auch nicht da. Sie hat übrigens erkannt, dass das Julia ist. Gut, die andere hätte das gar nicht wissen können, die Technikerin, mit der wir hier waren. So. Und wenn wir uns jetzt kurz mal hier anschauen, Bild von Soul, nein, der Bauplan, der Bauplan. Das ist das Fenster, wo das Gerüst hinkommt. Und ich hoffe, sie verreckt jetzt nicht, wenn sie da rausgeht. Versuchen wir es mal. Wenn nicht, haben wir ja noch ein paar andere Charaktere. Ja. Gott sei Dank. Und da sind wir runtergesegelt. Sehr gut. So, was haben wir denn da Schönes? Baumaterialien. Alles in meinem Weg. Was ist hier? Ach, eine Leiter. Wo kommen wir denn da hin? Der Alarm ist übrigens aktiviert noch von der Haupttür. Und ich frage mich, ob sie den überhaupt abstellen kann. Wo sind wir denn da jetzt? Ein Teleskop. Es muss schön sein, von diesem Balkon in den Sternenhimmel zu betrachten. Ja, schauen wir halt mal. Wo sind wir hier? Ach, guck mal einer an. Da ist ja noch ein komplett neuer Raum. Das Hauptschlafzimmer. I don't get it. I just don't get any of this. Ja, so geht's mir auch oft. Aha! Na, guck mal einer an. Das Hauptschlafzimmer. Bisher war das verschlossen. Von da oben. Ah, okay. Das war die eine Tür, die zu war. Ja. Das heißt aber auch, hier irgendwo führt diese Spur hin. Guck mal, die letzte Puppe. Japp. Eine Stoffpuppe mit Hut. Ich glaube, jemand hat die Duschhaube nachträglich angenäht. Ich habe keine Ahnung. So, und das ist auf jeden Fall mal was zum Verstecken. Der Tisch hat genau die richtige Größe, um sich darunter zu verstecken. Weiß ich überhaupt nicht verstehen kann, das sieht einen doch voll jeder.
Gut, vielleicht die Dunkelheit nicht unbedingt. Bitte komm zurück, wir können das Haus nicht verlassen. Ein zerknittertes Blatt Papier, Hatschers Frau hat etwas darauf geschrieben. Da ist ja fast die Erklärung länger als der Text selbst. Das Bett der Eltern ist, wie der Rest des Hauses, auch mit Staub bedeckt. Sind sie weggefahren? Das würde mich ja auch interessieren. So, das war jetzt die letzte Puppe. Was haben wir da drüben noch? Achso, ja, das Bett der Eltern. Familienalben, sowie eine Kiste voller Fotos unter dem Nachttisch. Kostbare Erinnerungen eines ganzen Lebens. Ach, wie schön. Oh. Hätte ich nicht tun sollen, ich hätte es erst hören sollen. Aha. Was ist denn das? Vierter Brief von Isaac Färber. Oh Gott, habe ich da alle Briefe? Ich hoffe schon. Der Brief wurde am 26. August 1998 an Hascher gesendet und in der Villa des Schriftstellers gefunden. Sebastian, ich habe die Spieluhr wieder erhalten. Ich kann ihren Anblick nicht mehr ertragen, aber ich höre immer noch ihre Musik. Hat sich etwas geändert, seit du sie zurückgeschickt hast? Fühlst du dich besser? Falls ja, sollte ich vielleicht dasselbe tun, oder nicht? Ich sollte versuchen, den vorherigen Besitzer zu finden, falls das überhaupt möglich ist. Hast du irgendetwas herausgefunden? Bitte lass es mich wissen. Ich kann weder schlafen noch wach bleiben. Ich spüre eine Präsenz. Hier ist etwas bei mir. Sehr komische Spieluhr. So, da ist aber sonst nichts. Hammer, die Briefe. Isaac, Brief. Julia, zweiter Brief. Notiz, vierter Brief. Dritter Brief. Okay, haben wir alle. Sehr gut. Den ersten hat ja eh unser Kollege, der liebe Daniel, den wir hier suchen. So, ich dachte, da kommen wir wieder zurück. Hauptschlafzimmer? Wo ist denn dann die Tür? Okay, ich glaube, wir gehen dann doch lieber woanders lang. Denselben Spaß hat... Oh, scheiße. Ja, versteck dich doch! Muss ich doch da durch? Auch nicht. Ich weiß es nicht. Heieiei. Halleluja. So, kommen wir da jetzt vielleicht durch? Alles gut. So, das heißt, das ist jetzt die Tür, die wir vorher haben nicht öffnen können. Hallo? Armer kleiner Vogel? Der fliegt sicher ganz zufällig hier rein. Na, hoffentlich nicht, dass der noch lebt. Das wäre ja schrecklich. Aber hier ging doch diese Spur vorher rum. Warte mal, wo haben wir hier Versteckmöglichkeiten? Nur, dass wir es mal abgecheckt haben. Im Spielzimmer. Ach, guck mal, da können wir die Puppen eigentlich gleich mal hin tun. Okay, die Spur ist weg. Hä, das ist ja komisch. Vorher war da die Spur. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Ich hab's auf Video. Kann man niemand da was vormachen? Die Püppchen. Die lieben Püppchen. So. Neu starten, was? Und die kleine Verreckte da drüben. Die Frage ist, wo gehört denn was hin? Wir haben ja dieses eine Ding da. Huch. Zweiter Brief, zerknittertes Blatt. Notizen. Ich glaube, das war das. Ich verstecke den Schlüssel im Puppenhaus und werde die fünf Puppen verstecken, auch wenn sie dann böse auf mich sind. Ich werde sie wieder hervorholen, wenn Mami und Julia die Tür wieder vergessen haben. Eine hat Hunger, also macht ihre Freundin das Abendessen. Weil es in der Küche gut riecht. Eine andere liest, während ihre Schwester ein Bad nimmt. Die hässliche Puppe bewacht die Tür. Ist das wurscht, wie man die da reintun? Die hässliche Puppe? Bewacht die Tür? Wo ist denn die Tür? Das ist jetzt eine gute Frage. Ist die Tür da oben? Und wer ist deine Schwester von irgendwem? Die haben alle dasselbe an, oder? Ja, die haben alle dasselbe an.
Also auf jeden Fall, eine ist in der Küche. Eine ist da. Und da muss ich nochmal nachlesen. Eieiei, na das kann ja was werden. Hier. Eine hat Hunger, also macht ihre Freundin das Abendessen, weil es in der Küche gut riecht. Eine andere liest, während ihre Schwester ein Bad nimmt. Die wird ja hoffentlich hier Hunger haben, oder? Eine liest, eine nimmt ein Bad, die andere liest. Die wird hier unten lesen, oder hier? Nee, die wird hier lesen. Mm-mm. Was hast du erwartet, was passieren würde? Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Plan habe, ob ich das tue, um alle Zeiten aufleben zu lassen. Ist auch gut. Ist jetzt die Frage, war die Tür vielleicht falsch? So, eine liest, eine hockt hier, eine hockt hier, eine hockt hier. Und die ist vielleicht hier? Mm-mm. Auch nicht. Gut, dann ist ja eigentlich die letzte Möglichkeit, die noch überbleibt. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ah, ich glaube, ich habe schon einen Plan, einen gewissen. So, die Duschhaube. Das wird die wohl sein, die ein Bad nimmt. Was haben die anderen? Das ist die, die lacht. Gibt es eigentlich noch irgendeinen Hinweis, wenn wir uns die anschauen? Rote Stoffpuppe. Mit einer Blume im Haar. Ist sie glücklich oder nur am Verhungern? Das ist dann wohl die. Aha! So geht das also. Hallo? So, das ist dann die da. Okay. Richtig? Kann ich gar nicht anschauen. Okay. Na gut. So. Mit einem kurzen Pferdeschwanz. Was für eine kleine süße Nase. Toll. Hilft mir. Mit Brille und zwei Zöpfen, wegen Lebensbube, Märchen vorzulesen. Okay, das wird dann die, wo wir sagen, die liest. Und der andere kocht. Und der hier muss irgendwo anders hin. Ich gebe sie mal da oben hin. Also grün, Mütze, lachen, kochen. Nee. Grün, Mütze, lachen, kochen. Der hier hin. Ja! Da ist die Tür. Hast du recht, genau, da unten war das. Alter Schlüssel, ein schwerer Metallschlüssel. Er war im Puppenhaus versteckt. Aha. Wofür ist der Schlüssel? Er wirkt fehl am Platz, selbst für dieses Haus. Vielleicht ja für die Tür. Die Puppen sind alle an Ort und Stelle. Na, das freut mich. So, was haben wir denn jetzt eigentlich noch? Huch. Da. Den Schlüssel. Wozu haben wir eigentlich dieses Feuer da unten gemacht? Das ist eine gute Frage. Und außerdem würde ich ganz gerne mal bei Mascha da hinten ins Wasser fassen, um zu gucken, was dort ist. Habe aber Angst, dass wir dann wieder drauf gehen. Nee, mach mal nicht. Oh. Ich gehe mal kurz hier gucken, was mit dem Feuer da auf sich hat. Es brennt. Meine Augen tränen wegen des Ammoniaks. Toll. Und jetzt? Habe ich keine Ahnung. Oh, oh Gott! Was ist das? Was ist das? Oh God, what is that thing? Der Tisch ist hier bis ungedeckt. Ja. Was ist das? Für eine Gestalt, sieht aus wie ein Alien. Ich bin ich auch. Hilf uns, rette uns, wir sind verloren. Altes Blatt Papier, ein verblasstes Blatt Papier. Es ist auf mysteriöse Weise in der Hascher-Villa aufgetaucht. Oh Gott, 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 oh Gott. Was hat denn das, die Haare da oben noch? Alter Falter.
Ist halt die Frage, was machen wir denn jetzt? Willst du da hinten mal reingreifen? Ich möchte sie nicht verlieren. Ich möchte sie ehrlich nicht verlieren. Was haben wir denn da noch so für Räume? Hier waren wir gerade drin. Da unten gibt es keinen Raum mehr. Hier kommen wir runter in den Keller. Da ist das Bad. Dann gehen wir halt mal alle Räume nochmal ab, würde ich sagen. Gehen wir mal ins Bad. Mal gucken, vielleicht gibt es ja dort irgendwas. Was, Haar? Ist ja nichts. Das macht mir so eine Angst hier, hey. Okay, da ist aber gar nichts. Außer der hellige Spiegel. Pff, ich glaube, ich spinn. Hockt da auf einmal irgendwer... Oh Gott! Hockt da auf einmal irgendwer... in der Küche. Warte mal, hier war doch auch mal irgendwas drin. Da ging ja mal eine Tür zu. Mit so einer mysteriösen Person. Da kommen wir wieder in die Küche. Da geht... in die Küche, ins Esszimmer. Da geht's in die Küche. Ach du Scheiße, da hängt er wieder mehr. Die ist schon ganz fröhlich drauf. Ich bin sprachlos. Wer sind denn die Leute? Gefangen, seinen Verlangen unterworfen. Zwei verblasste Blätter Papier. Sie sind auf mysteriöse Weise schon wieder aufgetaucht. Ja. Hä? Was soll denn das jetzt? Ich stehe gerade ein bisschen an. Ich will nicht in dieses Wasser greifen. Ich habe Angst, dass dort irgendwas drin sein könnte, was wir nicht so wirklich anfassen sollen. Die Leiche ist immer noch da. Ich dachte, die spawnt vielleicht. Wer ist das? Ah! Scheiße, ich Arsch. Sophie hat es nicht geschafft. Ach, verdammt. Ich habe noch gerade das Hörsymbol gesehen. Nein. Ich habe noch gerade das Hörsymbol gesehen. Ich glaube, ich spinne. Scheiße. Und ich wollte unbedingt, dass Sophie den jetzt rettet. Kacke. Weißt du was, dann kommt halt ihr. Bitte was? Glücksbringer? Notizblock? Bus? Nimm. Nimm und geh. Scheiße, also das ärgert mich jetzt. Jetzt habe ich das übersehen. Ich habe gerade, wo ich E gedrückt habe, habe ich noch gesehen, man kann hier Probe hören. Shit. Jetzt weiß ich ja erst recht nicht. Scheiße. Da kommt er jetzt an. Soweit haben wir es geschafft. Und jetzt gehen wir erst wieder drauf. Ja, Verlust deiner Charaktere. Ich hab schon so viele verloren, die sind schon doppelt hier. So, weißt du was? Können wir vielleicht von hier hinten lang gehen? Weil wenn ich jetzt da vorne lang gehe, dann ist sicher der Alarm aktiviert, oder? Okay. Ja, die Tür klemmt. Und der kann den doch nicht ausschalten. Hätten wir vielleicht den anderen nehmen sollen. Den Alexander. Kacke, ich hoffe, der kann den doch ausschalten. Mal schauen. Why is the front door open? Weiß ich nicht, warum... Ja, doch. Ja, wusste ich's doch. Jetzt piepselt das da rum. Ich kenn den Code nicht, scheiße. Was sagt denn der eigentlich zu den... Leichen. Okay, Leiche ist auf jeden Fall hier. Was ist da jetzt? Oh. Erstmal hören. Ja, sollten wir nicht rein? Wie kommen wir denn da rein? Was ist mit ihr hier? Wo zur Menge kommt dieses hässliche Ding her?
kommen wir denn? Ach! Mit Le Schlüssel. Da ist ihr Zeug. Aber nee, wir können. Nee, gar nicht mit dem Schlüssel. Boah, das ist jetzt eine Frage. Wie sollen wir denn da reinkommen, alter Schlüssel? Da brauchen wir doch irgendwas. Sollen wir vielleicht doch mal da hinten bei Mascha gucken? Doing. Ich habe Angst, liebe Freunde. Ich weiß nicht, ob wir da hinten bei Mascha mal gucken sollen. Was ist mit dem jetzt? Was erschreckt denn sich der jetzt da ständig? Was macht der? Kennt sich gar nicht mehr aus. Ja, ja. Weißt du was? Wir probieren es jetzt einfach mal. Wir haben ja noch zwei Charaktere, wenn es schief gehen sollte. Wäre schön gewesen, wenn er sie befreit. So, mal schauen. Wir haben noch zwei auf Reserve. Boah, es tut mir so leid. Wie soll man denn die Tür da aufbekommen? So, dann nehmen wir ihn, aber weißt du was, den nehmen wir dann erst in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, dann müssen wir nochmal, glaube ich, durchs Haus gehen und mal schauen, ob wir irgendwas finden können, um diese Tür zu öffnen. Ich hoffe, es wird möglich sein. Mal schauen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge und hoffentlich überleben wir die ganzen Gräueltaten, die da in diesem Haus vor sich gehen, mit ihm. Mal schauen. Bis dahin auf jeden Fall. Danke dir fürs Zusehen und tschüss.